So, und damit wieder recht herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Jawohl, es geht wieder weiter. Ich bin, wie in der letzten, oder wie die letzte Folge aufgehört hat, direkt vorm Außenposten. Und, wer sich eventuell nicht mehr daran erinnern kann, eventuell, weil die letzte Aufnahme oder die letzte Folge, die er sich angeguckt hatte, vielleicht ein paar Tage her ist. Ich habe beide Alarme deaktiviert, was auf jeden Fall sehr von Vorteil ist für uns, dass sie hier schon mal keine weiteren Kollegen anheuern können. Und ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Scharfschützen hier sich einer nach dem anderen jetzt in den Dreck legen wird. So. Und da der andere ja noch so extrem auf das andere Gebiet fixiert ist, hat er das gar nicht mitgekriegt, dass ich seinen Kollegen gerade weggesnipert habe und kann ihn damit auch direkt wegmähen. Hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice geklappt. So, ich lade nach. Ja, um den Dicken mache ich mir am meisten Sorgen. Ich weiß nicht, kann man den da sehen oder steht er hinterm Berg? Ne, den sieht man. Sehr nice. So, 4 Wachen haben wir noch. Zumindest von denen, die ich sehe. Und das wiederum heißt, ich werde mich jetzt hier langsam mal reinschleichen. So. Ich habe jetzt nur den anderen nicht auf dem Schirm gehabt. So, da ist der andere. So. Es werden auf jeden Fall nach und nach immer weniger hier. Ich hoffe nur, dass ich hier nirgends wo irgendeinen übersehe. Dass ich hier erst gar nicht irgendwie großartig ins Feuergefecht kommen muss. Sondern dass ich nach und nach jetzt hier alle wegsnipern kann. So, der Dicke, der lebt noch. Dafür werde ich mir gleich Schützenhilfe organisieren. Wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht. So. Okay, so geht das Ganze natürlich auch. Einfach mal hier schön mit meiner Shredder, mit meiner Special Weapon hier den Außenposten Nummer 17 befreit. War auf jeden Fall eine richtig geile Runde hier. Das hat mal 1A funktioniert, ganz ehrlich. Also auf jeden Fall eine ganze Ecke besser als die, Außenposten 16, den ich davor befreit habe. Das hier, das lief wenigstens mal, ey, ganz ehrlich, ey. Das lief ja wie am Schnürchen. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Sei gegrüßt, AJ. Jo, danke, danke, danke. So, wir plündern hier natürlich mal die ganzen Peoples wieder. Und hoffe, dass ich hier einfach mal noch so ein bisschen Muni mit dabei bekomme. Oh, nee, da will ich natürlich nicht ran. Wir tauschen einmal die Knarre. Weil hätte nämlich sein können, dass wir dadurch nämlich nochmal eine andere freischalten. Warte mal, irgendwo habe ich hier doch gerade noch Leichen gesehen. Achso, ja, wir laden hier erstmal nach, ganz klar. Easy peasy, easy going hier. So, aber hier haben wir eigentlich keinen mehr. Jetzt nur noch den da oben auf dem Weg. Hier, den hier.
Ja, du kannst keinen Reis mehr sehen, das ist mir eigentlich sowas von dermaßen Lachs, ob du hier noch Reis sehen kannst oder nicht. Wir haben auch noch die zwei Wachen auf dem Dach liegen, die hole ich, die cache ich mir jetzt aber nicht. So, MP. Nachgeladen, jawohl. Ich sollte die Waffe mal wechseln. Und nachladen. Ach, guck mal, wir haben 28 Schuss. Warum konnte ich denn jetzt gerade die anderen beiden Schuss dafür nicht noch kaufen? Hier, Präzisionsgewehr. 5 Schuss. Boah, 12k, Alter. Das ist aber auch krass teuer, ey. Aber egal. Wir haben es da mehr oder weniger. So, dann holen wir mal hier eben noch ganz fix die Kiste. Knarre gewechselt und hier noch das Poster. Jawohl. Check 1-2, das haben wir alles. So, wir müssen ja auch noch, achso, hier Außenpostmeister. Nee, 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 das will ich nicht machen. Warte mal, irgendwo war hier doch gerade noch Kurati-Rennen freigegeben. Wenn ich mich nicht täusche, und bei der Tante hier können wir nur... Gasserrettung. Ein Gässerhaus auf der anderen Seite des Sees wurde von der königlichen Garde besetzt. Die Angestellten wurden gefangen genommen und sollen in die Goldminen arbeiten. Beeil dich, bevor sie abtransportiert werden, und lass dich nicht sehen. Wenn die Gardisten Gefahr wittern, richten sie die Gefangenen hin. Ja, machen wir jetzt erstmal nicht, denn ich würde nämlich gerne so ein Kurati-Filmrennen irgendwie mal machen. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir das Ganze finden. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall werden wir jetzt als nächstes Ziel den Glockenturm in Angriff nehmen, damit wir hier ein Stückchen der Karte noch ein bisschen aufdecken. Wie weit haben wir es denn da? Gute 350 Meter. Okay, wir machen uns mal zu Fuß auf den Weg. Ich hatte hier zwar gerade auch eine Karre stehen, aber wir können da vorne mal den Berg hochklettern. Und dann mal schauen, was das Ganze denn geben wird. So, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. So. Hier schön die Berge mal hochklettern und alles, ne? Hier pipapo. So. Ich bin echt mal gespannt, was da wieder für fette Typen rumrennen werden. Bei den beiden hier habe ich mich gerade schon erschrocken, aber das sind nur Bekannte von uns. Hoffe ich einfach mal. So, den Turm sehen kann ich noch nicht. Ein Schwarzbär, da wird der Händler jetzt gleich missbraucht. Ich hätte dem Händler jetzt einfach mal das Leben gerettet. Ja, ich bin neu hier. So, Knarre nachladen, dann Munition nachkaufen. So viel muss einfach sein. Boah, das Bärenfell ist ganz schön teuer, ey. Warte mal, ich kann nur mal kurz nachgucken. Hier in der Herstellung brauchen wir noch irgendwo hier... Warte mal, das ist... ich habe eigentlich alles. Der Rest ist nur noch durch die Kurat Fashion Week. Jawohl. Dann können wir bei ihm einfach mal alles hier verkaufen. Den ganzen Klumpatsch, da passt das Ganze nämlich schon. Dann läuft das wie am Schnürchen. So, und der Turm, der wird hundertprozentig bewacht sein. Wobei mir das, ehrlich gesagt, nicht danach aussieht. Ich pirsche mich mal langsam heran hier. Okay, also noch sehe ich hier nirgendwo Wachen. Ach du Scheiße, das ist auch noch so ein fetter mit so einem fetten Magnum-Gewehr. Oder? So, den haben wir auf jeden Fall weggesnackt. So. Das Ganze sieht doch schon easy peasy hier aus. Aber irgendwo war hier noch einer. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Komm, Kollege, du kannst raus hier. Es sei denn, du willst hier gar nicht raus. Dann ist das natürlich dein Problem, nicht meins. Okay, also auf jeden Fall sind hier noch irgendwo Wachen. Ja, Bär. Boah, Alter. Ey, ohne Mist, ich hab dem fucking Bär das scheiß Leben gerettet. Und was macht der Bär? Er greift mich an. Naja, gut, ist ja klar. Ne? Das ist halt irgendein übelstes Wild hier. So, warte mal, hier draußen geht's auch gerade noch ab. So, Takedown. Bam, Alter, da haben wir es dem Fetten einfach mal krass besorgt. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht, dass wir den Dicken ja auch takedown können, ey. Nein, Kacke. Hätte ich das mal wieder vorher gewusst, dann hätte ich das natürlich alles vorher noch gemacht. Dann hätten wir hier gar nicht solche Probleme gehabt. Alles klar. Check, check, check. Ich kann auf jeden Fall... Na, ich kann jetzt hier auf jeden Fall, ja, weitermachen. Hallo? Hallo? Okay, das hat ja sehr gut funktioniert. So, halten und Kletterhaken zu benutzen. So, jetzt aber. So. Machen wir die mal eben hier fix kaputt und gucken mal eben kurz, ob wir hier auf der Etage irgendwo das Poster finden. Aber wahrscheinlich eher nicht. Es wird wahrscheinlich irgendwie einen höher sein oder sowas. Einfach mal Lucky Lucky machen hier. Wir werden das Poster auf jeden Fall schon noch finden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wow, wow, wow. Das war echt knapp. Die Türme sollten ja eigentlich nach und nach immer ein bisschen schwieriger werden. Hatte ich zumindest immer so das Gefühl. Aber das ist ja eigentlich mehr so Schnulli hier. Mehr oder weniger Schnulli. Auf jeden Fall schon ganz gut zurecht, ja, aber irgendwo, ich finde das fucking Poster nicht. Ja, auf jeden Fall. Zack. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal. Nice Sache, nice Sache, nice Sache, nice Sache. Lief auf jeden Fall schon mal sehr gut. Jetzt habe ich gerade gar nicht aufgepasst, welcher Glockenturm das war. Also welche Nummer von dem Glockenturm, aber ist auch nicht schlimm. Könnte man mehr oder weniger einfach... Ja, kostenlos am Handelsposten, MP. Richtig cool. Neue Aktivitäten, Weltkarte ansehen, okay. Ja, okay, wir haben die Karte wieder ein bisschen aufgedeckt. Ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich werde mich auf jeden Fall damit beschäftigen, die restlichen Türme hier auch noch alles zu holen. Alles schön, ganz gemach, alles nach und nach. Denn alles andere würde meiner Meinung nach einfach noch keinen Sinn machen. Oh, guck mal, das ist auch nicht schlecht. Ach, nee, Fokusspritze. Komm, machen wir hier mal Karma Boost noch. Zack, dann haben wir das schon mal auf 9. Also auch schon fast komplett geupgradet. Wird schon alles irgendwie klappen. Hoffe ich einfach mal. Ach, guck mal, da haben wir noch eine Kiste.
Aber wo haben wir denn das Shikir-Poster? Also das Poster muss ja da irgendwo außen hängen. Würde ich jetzt einfach mal so grob. So, Kopfschuss. So, einen haben wir auf jeden Fall ausgeschaltet. Okay, die bratzen auf jeden Fall schon mal ordentlich Damage rein. Das ist echt ekelhaft. So, hier haben wir das Poster auch nirgendwo. Machen wir eine Etage vorsichtig tiefer. Also es muss ja irgendwo hier... Da oben hängt es. Okay, ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie wir da hinkommen wollen. Ach du meine Güte, ey. Wie soll man... Ey, ganz ehrlich, wie soll man denn da an das Poster rankommen? Mit dem Wingsuit benutzen... Wingsuit benutzen oder was? Ja, guck mal hier, dann haben wir schön vom Truck runtergeballert. Das ist ja wenigstens schon mal etwas. Ja. Okay, das Kettchen da, oder das Bildchen da, das Poster, das werde ich jetzt natürlich erstmal noch nicht holen. So, ein paar ganz Zorn. Müssen wir auch noch alles machen, ey, das ist auch so übel. Wir haben davon noch so viele übrig. Aber da muss man einfach mit schweren Geschützen, glaube ich, rangehen. Anders wird das Ganze nicht so funktionieren, oder nicht ganz so gut funktionieren. So, ich werde auf jeden Fall hier den nächsten Glockenturm mal holen. Ach du Scheiße, einen guten Kilometer, Alter, und keine Karre vor der Haustür. Ja, dann... warte mal, haben wir denn hier nicht, hier, da haben wir doch hier Pukarigara. Und einen wunderschönen Außenposten. Vielleicht darüber einfach mal gucken. Vorher natürlich nochmal den Klumpatsch verkaufen und alles aufrüsten nochmal, also Munition... Ausrüstung und so weiter und so fort. Ja, schön back den Keks. So, MP5 haben wir natürlich freigeschaltet. Hier Klumpatsch verkaufen. Zack, bam, bam, bam. 156k haben wir. Körperpanzer nochmal kaufen. Spritze nochmal nachkaufen. Und dann haben wir auch 176.000. Dann war es das Ganze auch schon wieder. Mit unserer Kohle. Aber gut, so ist es halt. So, wir schwingen uns jetzt hier in den Truck rein. Als erstes Windschutzscheibe kaputt machen. Natürlich wie immer ja. Hier ist Rami Rayrunner mit guten Neuigkeiten für meine Zuhörer. Wir stehen so kurz davor. Warte mal, hier vorne steht doch. Oh, da vorne steht so ein geiler Buggy. Nehmen wir uns den natürlich. Jawohl, Alter, mit dem Ding geht das bestimmt richtig ab hier. Ja, warte mal, mit so einem Ding bin ich doch auch schon mal gefahren. Ja, die Karre, die hat auf jeden Fall ordentlich Speed drauf. Ist nicht schlecht. Macht auch relativ gut Laune. Mehr oder weniger. Aber am besten finde ich halt einfach die Quads. Man sieht halt alles und, oh, oh. Ja, 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 ist ja gut. So. Von einer unbekannten Station sende, die du niemals finden wirst. Nein, ich sage das, weil jeder so denkt. Ja, als erstes aber möchte ich erst noch eben kurz hier hoch. Ich habe dann nämlich gerade noch eine Mani-Mühle gesehen und noch ein Poster. Das Karma eine Schlange ist und die Rache. Kannst kaum erwarten, dich fallen zu sehen. Hier mal eben kurz gucken, dann können wir den Ort hier sofort noch mitnehmen. Ich komme mir schon wieder einfach nur total behämmert hier vor. So, da haben wir das. Und der Schatz, der liegt da drunter. Sehr schön. Ah ja, jetzt haben wir den Ort denn jetzt hier schon entdeckt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Fähigkeit noch bekommen.
Oh, guck mal, hier ist uns vorhin aus Versehen was vors Auto gelaufen. Habe ich gar nicht gemerkt. So, wir cruisen mal kurz die 20 Meter hier weiter. Ah, da muss ich mich gerade einmal ganz kurz kratzen. So, die nächste Mani-Mühle gedreht. 16 von 40. Ach du Scheiße, es sind nur noch 5 Milliarden Stücke. Und noch gute 500 Meter bis zum Türmchen. Oh, jetzt habe ich einen Schatz da vergessen. Naja, gut. Dann ist es halt einfach so. Dann passt das. Passt aber schon. So, 550 Meter. Okay, da waren irgendwelche Wachen hinter uns. Aber scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Ach du Scheiße, da oben ist der Turm. Ach du Kacke. Jetzt haut der Kette ab, oder was? Ja, ich lasse mich wieder einfach von viel zu viel hier, glaube ich, ablenken. Boah, geil, da habe ich einen Adler einfach mal so richtig krass aus dem Himmel gerissen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 270 Meter mal von hier. Mal so mit der Kamera gucken. Boah, es ist so nebelig, da sieht man einfach nichts. Aber das wäre natürlich schön gewesen, weil so haben wir nämlich einen richtig schönen Blick da drauf gehabt. Wir hätten halt einfach mal alles abchecken können. So, soll die mal schön an uns vorbeifahren. Brauchen wir uns dann nämlich schon mal nicht mehr drum zu kümmern. So, ab ins Gebüsch. Aber hier sehe ich auch nirgendwo einen rumflitzen. Ja, wer weiß, wo die Affen wieder stehen, ey. Das kann ja gleich noch höchst interessant werden, habe ich das Gefühl. Ist auch ziemlich cool hier mit den Bergen. Also die Landschaft, da haben sie schon echt was Geiles rausgemacht. Hier, Karma-Ereignis. Was muss ich da jetzt machen? Den Kommandanten töten oder was? Tötet den Leutnant. Ja, überhaupt kein Problem. Ich meine, ich habe meine Sniper dabei. So, Batsch. Den haben wir schon mal einen Kopfschuss verpasst. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt kriegen die auch noch Unterstützung hier, oder was? So, den MG-Schützen haben wir schon mal weg. Jetzt hat der Vollidiot hat da sich die Granate vor die Karre geschmissen. So, da ist noch einer. So, es läuft auf jeden Fall fast sehr gut. So, immer schön hinterm Baum bleiben. So, die soll denn mal überfahren, da den Kollegen. Ach du Scheiße, jetzt hat er mich gesehen. So, komm schon. Ich brauche eigentlich nur seinen blöden Tank da zum Explodieren zu bringen. Oder ihm einfach die Bienen wegballern. So, geht doch.